Es freut mich sehr. Eigentlich hätte das Programm heißen sollen, also ich hätte es vorgeschlagen, Essen freut mich sehr. Essen. Dann hat einer gesagt, Toni, ein normaler Mensch denkt sich vielleicht, Essen, die Stadt im Ruhrgebiet freut mich sehr. Dann sagen sie, jetzt spinnt der ganz, der Laura. Dann habe ich gesagt, okay, dann sagen wir, es freut mich sehr. Und es passt da, weil es freut mich wirklich sehr, dass es so ist, weil es ist. Dass es so gekommen ist, weil es gekommen ist. Das freut mich wahnsinnig. Schau her, ich wollte als kleiner Bau Bundeskanzler werden. Ich bin froh, dass ich es nicht geworden bin. Ehrlich jetzt. Ich war ein Weih. Das ging auch noch. Aber wenn ich ausschauen darf. Also, um Bundeskanzler wollte ich dann nicht mehr werden, dann wollte ich Postbote werden. Das weiß ich auch noch. Ich habe einen Postbote so bewundert. Ich habe mir immer gedacht, der Postbote, das ist ein Genie, dass er mal so gescheit sein kann. Der weiß alles, habe ich mir gedacht. Der hat einmal eine Karte gebracht von der Tante Fanny. Dann hat es der Mama gegeben, hat Mama gesagt, mei, Tante Fanny, was wird sie denn schreiben? Dann hat er gesagt, ja, der Onkel Heinz hat schon wieder Hämorrhoiden und sie hat Migräne. Ich habe mir gedacht, ja, der weiß alles. Weil ein Doktor. Also, ich wollte ein Postbote werden. Ich bin aber auch froh, dass ich kein Postbote geworden bin. Heute heißen sie nicht mehr Postbote, heute heißen sie Ups. Kennt ihr einen Ups? Da gilt kein Parkverbot und die sind Ups. Ich bin aber auch froh, dass ich kein Ups geworden bin. Ein Kumpel von mir ist ein Ups. Also nicht mehr, der war ein Ups. Dem ist Folgendes passiert, das hat er mir erzählt und darum bin ich froh, dass ich keiner bin. Der hat ein Packerl liefern müssen an eine bestimmte Adresse. Dann ist er da hier an das Haus, hat gelitten, hat keinen raufgemacht. Nochmal gelitten, wieder keinen raufgemacht. Dann wollte er schon wieder fahren, dann ist Oma im ersten Stock ein Fenster aufgegangen, hat ein kleines Dirndlausser geschaut. Dann hat er gesagt, ja grüß dich, ein Packerl habe ich. Ist Mama da? Nein. Wo ist sie denn? Hä? Wo ist denn deine Mama? Einkaufen. Ist der Papa da? Wo ist denn für einer? Hast du zwei? Ja, einer zahlt und einer wohnt bei uns. Schon klar. Weißt du was? Du, jetzt kommst du mal runter da, in das Fenster und machst, nein, komm an das Haustier, du machst das Haustier auf, dann gib ich dir das Packerl und dann tust du unterschreiben, dann tue ich wieder fahren. Ich hab's neidig. Hä? Ja. Du kommst jetzt da runter und machst das Haustier auf und ich gebe dir das Packerl und tue ich wieder fahren. Nein. Was nein? Du bist ein Räuber. Ich bin doch kein Räuber. Warum soll ich ein Räuber sein? Ein Räuber hat doch eine Maske auf. Habe ich vielleicht eine Maske auf? Ja. Ganz eine kreisliche. Na sag einmal, das ist mein Gesicht. Eine ganz kreisliche Maske. Du brauchst das Haustier gar nicht aufmachen. Du kommst runter, machst das Fenster auf, ich gebe das Packerl, du unterschreibst und nachher, dann fahre ich wieder. Nein, du willst mich mitnehmen. Nein, ja freilich, das fällt mir noch, dass ich dich frisch mitnehme. Ich nehme mich nicht mit. Du magst mich nicht. Ich mag dich schon. Dann nimmst du mich mit. Nein, ich mag dich und ich nehme dich nicht mit. Jetzt komm runter. Du brauchst du bloß unterschreiben und ich gebe dir das Packerl und hau wieder ab. Kannst du schon schreiben? Ja, das ist Hintermeier. Heißt du so? Ja. Das glaube ich. Und Hund. Was? Und Hund. Kann ich auch schreiben. Nein, Hund brauchst du nicht drauf schreiben. Schreibst drauf, Desiree Hintermeier und ich gebe das Packerl und aus. Nein. Ja, sag einmal, wenn ich bei jedem Packerl so lange brauche, dat, warum denn nicht? Die darf von fremden Männern kein Geschenk nehmen. Das ist doch kein Geschenk. Das wird Mama zahlen, da ist ein Ding drin, ein Überweisungsträger. Hä? Mama muss ein Geld bezahlen für das Zeug, was da drin ist. Jetzt komm runter und unterschreib. Du brauchst gar nicht unterschreiben. Komm runter, mach das Fenster auf, ich gebe das Packet und hau ab. Das ist mir jetzt auch schon gewusst, dann unterschreibe ich. Hintermeier kann ich auch schreiben. Komm runter. Nein. Warum? Ja, sag einmal, warum kommst du nicht da runter? Da ist eine Bombe drin. Ja, sag einmal, was hat's denn hier für Kinder? Habt ihr bloß Reiber und Bomben und Mörder im Schädel? Da ist doch eine Bombe drin. Da ist eine Bombe drin. Jetzt mach es auf, das gibt's ja schon wohl nicht mehr. Da sagst du, was drin ist. Dann hat er es aufgemacht, dann waren da auch die Dessous drin.
Ja. Weil wo ist denn deine Mama? Ganz alt, schon 27 Jahre. Ja, für mich langen es gerade noch. Ha! Ah, nix. Schau her, das ist keine Bombe. Ich tue es wieder zumachen und dann nimmst du das und dann passt's. Nein, du hast eine Pistole dabei. Ich hab doch keine Pistole dabei. Was soll ich? Schau her, ich hab da das Backerl und aus, ich hab keine Pistole dabei. Wo soll ich Pistolen haben? In der Jacke. Ich hab. Hat er die Jacken aber da. Schau her, keine Pistole. Im Hemd. Auch keine. Hemd aber da. In der Hose. Und dann hat er die Hosen aber da und weil die Hosen da war, ist Mama heimgekommen. Und seitdem ist mein Freund kein Ups mehr. Dankeschön. Prost!